über deren Geschichte mäßig erzählt. Und ich will das Ganze ein bisschen hervorstechen und einfach ein Bewusstsein dafür schaffen, dass Frauen einander wirklich helfen können und helfen können, einfach größer zu werden als sie selbst. Und das ist so meine Mission mit Cobra Militär. Und ja, Michael habe ich damals kennengelernt. Ich habe ja angefangen mit Facebook-Videos. Und habe da so Freestyle-Videos gemacht in meinem Zimmer, habe Bars geschrieben und habe mich dann aufgenommen und es hochgeladen. Und damals sind halt viele Leute auf mich aufmerksam geworden und haben mich dann angeschrieben. Und unter denen war auch Michael und dann hat er mich eingeladen nach Berlin für ein Meeting. Und dann wollte ich eigentlich nur ein Wochenende bleiben und bin dann irgendwie 2 Jahre da geblieben. und wir haben uns halt eingeschlossen und uns einfach auf genau diesen Moment mäßig fokussiert und strukturiert und einfach alles gemacht, um das Beste mäßig aus mir rauszuholen. Okay, das ist jetzt ganz interessant, dass du das ansprichst. Ich wollte es eigentlich später erst irgendwie thematisieren, aber du bist ja von diesen Home A Cappella Videos zu einem, ja, ich sag mal, Major Deal in relativ kurzer Zeit. Wie wichtig war denn für dich so dieses Marketing oder das Vermarkten von deiner Brand, so unique, beziehungsweise wie wichtig ist es in der Musikbranche im Allgemeinen? Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass man sich einfach ein Bewusstsein für ein Image schafft. Und bei mir war es halt so, dass wir auf 100% meine Persönlichkeit gehen wollten. Das bedeutet für mich, es ist einfacher, einfach ich zu sein und durch ich als ich bekannt zu werden, als dass ich mir irgendein Image aufbaue, das ich irgendwann nicht mehr halten kann. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil auf einmal bist du gezwungen, die ganze Zeit einem Image hinterher zu rennen, was du aber gar nicht mehr vertreten kannst oder dessen Werte du nicht mehr vertreten kannst oder auf einmal kann ich nicht mehr zu meinen Line stehen, aber ich werde immer zu meinen Line stehen können, weil ich mich genauso in dem Moment gefühlt habe. Und ich glaube, ja, dass es einfach sehr wichtig ist für die Kunst allgemein. Und das ist auch dann ganz interessant, dass du halt eben jetzt auch diese YouTube-Reihe hast, die Being Unique-Reihe, die ja genau das ja macht irgendwie, ne? Und man bekommt ja schon sehr viel von dir mit, sag ich mal. Was ich sehr cool finde, was aber halt meinen Job, wenn ich hier ein Interview mit dir machen will, extrem schwierig macht, so, weil du sagst ja schon alles quasi. Ja, normal, aber das war, um ehrlich zu sein, wenn ich ehrlich mit dir bin, war das auch der Plan. Mhm. Weil es für mich halt so war, auch bevor ich eine dritte Person entscheiden lasse, wie ich vorgestellt werde, möchte ich mich erstmal selber vorstellen. Mhm. Weißt du, weil sonst ist es für mich nicht, ich will, dass ein Hater, wenn ich Hater habe, ich will, dass sie ganz genau wissen, weshalb sie mich haten oder was sie an mich haten und nicht einfach auf oberflächlich. Ja. Kennst du, so ein richtiger Hater wird richtig sagen, oh, sie ist so und so und so und so und ich mag nicht, wie sie so und so redet, ich mag nicht, wie sie, aber dann hat sich diese Person schon mit mir auseinandergesetzt zwangsweise, als dieser oberflächliche Hate. Und genauso ist es halt auch mit Liebe so. Ich will, dass die Leute 100% wissen, wen sie da überhaupt supporten, von wem sie eine Karte kaufen, Digga, wessen Musik sie da pumpen, wessen Bilder sie liken, Digga, weil ansonsten ist es so, es ist einfach viel zu fremd und viel zu weit weg. Und ich glaube, wir sind in einem Zeitalter, wo es dem Künstler möglich gemacht worden ist, Digga, viel näher an seiner Community dran zu sein. Auf jeden Fall. Und ich finde es auch interessant, dass du halt jetzt auch irgendwie, ich meine, auf deinem Insta passiert ja auch sehr viel, Snapchat und halt eben auf YouTube und so weiter. Und ich glaube so, wenn du jetzt in irgendeinem Marketing-Meeting sitzt und junge Leute ansprechen willst, dann sagen die dir auch sofort, dass man genau diese Kanäle benutzen muss. Aber keiner hat so eine wirkliche Ahnung wie und das halt authentisch auch machen muss. So. Und bei dir läuft es, glaube ich, richtig gut. Dankeschön. Kommen wir mal ein bisschen zu deiner Musik. Dein Album Gift ist jetzt seit fast einem Jahr raus. Wie hat sich dein Leben seitdem verändert?